Neo Presents, Game by Invention. Und nach dieser viel zu epischen Ansage ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ein altes Grafik-Adventure aus dem Jahre 1996. Für mich etwas Besonderes, weil es eines der ersten Spiele war, was ich je gespielt habe. Und das war damals sehr schön, da haben wir mit der ganzen Familie dran gesessen und ach, das war einfach toll. Das Spiel ist nicht so bekannt, hat aber seinen eigenen Charme, so seine eigene Grafik, seine eigene Musik und vor allem seinen eigenen Witz. Und es war einfach mit sehr viel Liebe gemacht und schön. Und um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, wer den Titel schon gelesen hat, weiß, worum es geht. Für die anderen sage ich es nochmal. Das Spiel heißt Mutation of JB und worum es eigentlich geht, das gucken wir uns jetzt im Intro an. Dafür ist es nämlich da, ne? Ihr wisst, wie wichtig euer Auftrag ist. Das Schicksal von ganz Ladea liegt allein in euren Händen. Unsere letzte Hoffnung ist diese irdische IQ-Maschine. Eure Mission auf der Erde könnte mehrere Jahre lang dauern. Aber wenn ihr erfolgreich seid, kehrt ihr als Helden heim. Und vergesst nicht, ihr müsst auf der Erde unentdeckt bleiben. Alles klar. Gut. Viel Erfolg. Danke. Geht jetzt und denkt dran, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Mutation of JB. Werden jetzt mal die ganzen Leute vorgestellt, die ich nicht vorlesen möchte. Die Erde, Stadt Cool Lake, 5 Jahre später. War das eine langweilige Reise? Hauptsache, ich bin endlich hier. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich meinen Cousin Emanuel zum letzten Mal gesehen habe. Seit er mich damals eine Woche lang in seinem Schrank eingesperrt hat, wollte ich nicht mehr herkommen. Aber das ist ja schon lange her. Er hat sich inzwischen bestimmt geändert. Hoffentlich. Das hier ist also Emanuels, Haus. Und hier soll ich 2 schöne Wochen verbringen. Naja, ich werde es schon irgendwie überstehen. Dein Cousin Johnny! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie... Emanuel? Emanuel, wo bist du? Was soll der Quatsch? Wo hast du dich versteckt? Da hängt ein Zettel an der Wand. Schöne Grüße, Johnny. Verzeih mir, aber ich musste dringend weg. Fühl dich wie zu Hause. Geld habe ich leider nicht zu Hause, aber du findest wohl was. Emanuel, es ist Zeit zu... Du bist nicht Emanuel. Das weiß ich selbst. Was machst du hier? Was machen Sie hier? Ich muss dringend mit Emanuel sprechen. Ja, ich auch. Wer bist du? Ich bin Johnny Burger, Emanuels Cousin. Und wer sind Sie? Vogel, Professor Vogel. Wo ist Emanuel? Keine Ahnung. Ich sollte hier meine Ferien verbringen. Aber er hinterließ mir nur einen Zettel. Er schreibt, dass er für eine Weile fort musste. Und wann kommt er wieder zurück? Das würde ich auch gerne wissen. Oh je.
was mache ich nun ohne ihn? Kann ich ihn vielleicht irgendwie helfen? Ich weiß nicht. Was würdest du dazu sagen, wenn du in einer Stunde 500 Mark verdienen würdest? Und was soll ich dafür tun? Nichts Besonderes. Ich brauche nur eine Testperson, an der ich meine neueste Erfindung ausprobieren kann. Das ist alles? Heißt das, du bist einverstanden? Für 500 Mark mache ich fast alles. Gut, sehr gut. Wann fangen wir an? Sofort. Und dann übertragen Sie den EQ des Ferkels auf mich. Nein, 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 das hast du völlig falsch verstanden. Egal, tu einfach nur das, was ich dir sage. Du bekommst dann deine 500 Mark und ich den Nobelpreis. Und kann nichts schiefgehen? Natürlich nicht. Ich habe alles genau berechnet. Ich schalte jetzt die Maschine ein. Mach dich also bereit. Los, steig in den Kasten. Es scheint zu funktionieren. Ich kann es einfach nicht glauben. Fugel hat es endlich geschafft. Sieht so aus, als ob seine IQ-Maschine doch funktioniert. Das heißt, Ladea ist gerettet. XX1, hier spricht Zerno. Der Professor ist mit seiner Erfindung fertig. Ihr könnt ihn auf Ladea teleportieren. Aber bevor ihr das tut, muss ich ihm für eine Weile sein Gedächtnis ausschalten. Was war das? Ich muss sofort... Ich muss... Die Maschine! Einige Stunden später. Hey, was ist denn passiert? Professor, wo sind Sie? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Ich habe Fugel noch schreien gehört. Und dann... Schnitt. Aber Fugel ist mir immer noch 500 Mark schuldig. Ich muss ihn finden. Aber jetzt schlafe ich erstmal etwas und morgen sehen wir weiter. Ich bin todmüde. Am nächsten Morgen... Nachdem Johnny sein Bewusstsein wiedererlangt hat. Was ist mit mir geschehen? Was hat Fugel mit mir gemacht? Wenn ich den in die Finger kriege. Aber wo finde ich ihn? Tja, das gilt es jetzt herauszufinden. Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen. Ja, ein herzliches Willkommen bei Mutation of JB. Nach diesem etwas längeren Intro wissen wir aber zumindest immerhin schon ein bisschen, worum es hier eigentlich geht, wie dieser ganze Stil hier ist. Und ja, ich finde es einfach alles sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an früher und es hat einfach so seinen eigenen Charme. Wir haben jetzt hier diesen, unseren Charakter, unseren Johnny. Und der ist leider verwandelt worden in ein kleines Schweinchen. Kann aber trotzdem hier noch so rumlaufen und sprechen und alles. Also eher so eine Kreuzung dazwischen. Ja, hier haben wir schon am Anfang gesehen, das Haus von seinem Cousin Emanuel Burger. Deswegen steht das da auch da. Ein kleiner Trailer hier in der Gegend. Und hier soll er eigentlich seine Ferien verbringen. Aber naja, wir sehen ja, was er davon hat. Jetzt ist er ein Schwein und möchte gerne wieder entschweint werden. Wir haben hier typisch für solche Adventure unten eine Liste, wo wir da verschiedene Aktionen auswählen können. Finde ich angenehm überschaubar, nicht irgendwie, dass wir hier die ganze Leiste irgendwie voll haben mit verschiedenen Sachen. Das reicht mir mal, für mich reicht es aus. Ich stelle erstmal hier die Untertexte an. Ja, weil manchmal ist die Musik etwas laut, da versteht man das weniger. Das ganze Spiel läuft in der DOS-Box, deswegen manchmal auch so leichte Audio-Glitches, das knackt dann ein bisschen, aber... Da muss man einfach mal drüber hinwegsehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Spiel an. Wir schauen uns erstmal das Haus an. Hier wohnt mein Cousin Emanuel. Eigentlich wohne ich jetzt hier. Ja, weil der Kerl nicht da ist. Was haben wir hier noch? Ach, schöne Blumen. Auch mal direkt anschauen. Schöne Blumen. Leider sind sie nicht echt. Ja, so kann es passieren. Ich kann sie mitnehmen. Ich mag keine Blumen.
Schon gar keine künstlichen. Schade. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal ein kleines bisschen um. Ne? Wir haben ja noch überhaupt keine Ahnung, wie wir irgendwie weiterkommen. Unser Auftrag ist erstmal, Professor Vogel wiederfinden, damit er uns zurückverwandelt. Was vielleicht schwierig werden könnte, weil er sein Gedächtnis verloren hat. Zumindest kurzzeitig. Nichts, was mich interessieren würde. Ja. So ein Fässchen, so eine Tonne. Ich kann das so nicht benutzen. Ach, schade. Dann schauen wir uns noch weiter um. Ein kaputtes Rad. Ja, kannst du es mitnehmen oder benutzen? Ist kaputt und ich kann es sowieso nicht gebrauchen. Nimm es trotzdem mit. Ich brauche aber kein Rad. Oh, Manu. Ja, also die Entwickler haben sich auch viel Mühe gegeben, hier zu allen einzelnen Sachen eigene Texte eingesprochen und sowas. Finde ich sehr schön. Verleiht dem Ganzen nochmal so einen eigenen Charme. Ja. Ich wollte noch was sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Soll uns nicht weiter stören. Gucken wir uns weiter um. Wenn ich nur gewusst hätte, dass mein Cousin unter Nummer 13 wohnt, hätte ich ihn nie besucht. Oh. Kannst du mitnehmen? Das ist eine Unglückszahl. Ich will sie nicht herumschleppen. Ach Mann, sei doch nicht so abergläubisch. Ja, genau. Was ich sagen wollte, das Spiel, weil es schon etwas älter ist, also ich habe es halt auch eine ganze Weile nicht gespielt. Also das letzte Mal ist echt mindestens 10 Jahre her, deswegen erinnere ich mich an kaum noch irgendwelche Sachen, außer an so ein paar Bilder und die Musik und sowas. Aber wie die Rätsel hier gelöst werden, nur ganz selten. Deswegen könnte es zwischenzeitlich auch mal etwas dauern, bis ich auf eine Lösung komme. Aber da darf natürlich jeder auch gerne in den Kommentaren mit weiterraten und Vorschläge machen. Ich versuche nämlich das Spiel nicht immer so ewig weit im Voraus aufzunehmen, dass ich da auch auf die Sachen eingehen kann. Und mal gucken, ob das klappt. Oder ich mache es einfach so, wie mir gerade danach ist. Mal gucken, ne? Weiß man ja nicht. Ist ja auch für mich jetzt als Adventure das Erstlingswerk. Und da muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Hier drin können wir uns natürlich auch umsehen. Hier gibt es zum Beispiel ein Bett, eine Schublade, eine Puppe, den Zettel, den wir vorhin schon gelesen haben, können wir nochmal lesen, weil es so schön war. Hallo Johnny, verzeih mir, aber ich musste dringend weg. Fühl dich wie zu Hause. Geld habe ich leider keins mehr, aber du findest wohl das Nötigste. In der Bank erwarte ich eine größere Geldsumme. Oder finde dir einen Ferienjob in der Stadt. Ja. Dein Emanuel B. Einmal bringe ich ihn um. Ich soll hier die Ferien verbringen und er haut einfach ab. Ich stehe da ohne Geld und... Ja, so soll's passieren. Dein Geld, die 500 Mark, hast du ja auch noch nicht bekommen. Also für die Leute, die sich nicht erinnern, vor dem Euro gab es einmal D-Mark. Na, für die Jüngeren unter euch. Hier ist auch ein Fenster und ein Tisch. Wir schauen erstmal aus dem Fenster. Drei Maskierte sehe ich dort, wie sie in ein Geschäft einbrechen. Ja, sehr angenehme Nachbarschaft, würde ich mal sagen. Gucken nochmal. Ich sehe da, ziemlich weit von hier, wie zwei Jungs eine alte Frau bestehlen. Auch das macht es nicht besser. Ich sehe da, ziemlich das weit hatten wir von schon. Hier, wie zwei Jungs eine alte Frau ja. bestehlen. Jemand hat gerade das Autoradio meines Nachbarn gestohlen. Ja, man sieht schon, hier möchte man gerne wohnen. Schauen wir uns mal den Tisch an. Ein einfacher Tisch. Stühle gibt es aber keine. Nee, kannst du mir nutzen? Der Tisch ist keine Sitzgelegenheit. Ach, schade. Hol lieber Stühle her. Habe ich leider nicht mit. Mach solche Dummheiten lieber zu Hause. Ja, sehr sympathisch das Ganze. Ein Boiler. Leerer Wasserboiler. Okay, kann ich ihn nutzen? Oh ja, er geht auf. Leerer Wasserboiler. Okay, ändert sich nichts. Okay, also den können wir schon mal öffnen. Schauen wir uns weiter um. Emanuel hat dir noch nicht den Kopf abgerissen. Sie ist noch ziemlich neu. Das lässt ja schon mal auf einen sehr interessanten Charakter des Cousins schließen. Hab keine Lust zum Spielen. Och Mann, kannst du mitnehmen? Sie sieht etwas am Fenster. Es gefällt ihr. Ich lasse sie hier. Och ja, du bist ein netter Junge. Oder soll ich eher sagen, nettes Schweinchen? Man weiß es nicht. Normale Schubladen. Ja, kannst du benutzen? Natürlich. Ein elektrischer Schraubenzieher und ein Magnet sind da. Ich nehme sie mit. Ja, das sind auch die normalsten Dinge, die ich jetzt hier in einem solchen Haushalt direkt neben dem Bett erwarten würde. Man weiß ja nie, ne, was man nachts gerade für Sachen machen muss. Schauen wir uns das Bett mal an. Ach, in diesem Bett könnte ich weitere 50 Jahre meines Lebens verbringen. Dann versuchen wir das mal. Benutz mal das Bett. Aha. Sieht schon gut aus. 15 Minuten später.
Ich kann so nicht einschlafen. Ich muss warten, bis es draußen dunkel wird. Ja, also bei ihm sind 50 Jahre etwa 15 Minuten, aber hier ist es einfach noch zu hell. Naja, was soll man machen? Ist hier noch was? Nö, ansonsten kommen wir später nochmal wieder. Gehen wir erstmal raus. Ich könnte noch versuchen, das Fenster mitzunehmen, aber ich glaube, da sind wir uns über diese Schwachsinnigkeit im Einklang. Sind wir uns einig. So. Können wir noch was hier machen? Haben wir angeguckt. Ja. Gehen wir mal hier weiter auf die Straße. Und da sehen wir schon, es gibt hier noch genügend andere Möglichkeiten, wo man denn hingehen kann und mal reinschauen kann. Und da wir erstmal... Ja, was haben wir denn hier? Wir haben Vogel, der Professor, der uns verzaubert hat. Was heißt verzaubert? Der uns verwandelt hat. Hier gibt es noch Suburbs und die Shops und den River. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hin zu Vogel, weil den sollen wir ja finden.